Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Was für eine vollpackte Fußballwoche liegt da hinter uns. Praktisch jeden Tag hat man Fußball genießen bei uns beim Teleclub. Und morgen geht es schon wieder weiter. Die 28. Runde von der Raiffeisen Super League wird losgehen. Da müssen wir selbstverständlich darüber reden. Derby Time kann man so ein bisschen als Motto nehmen für das Wochenende, das vor uns liegt. Darüber müssen wir reden, wollen wir reden. Das machen wir mit unseren Kickoff-Routiniers, mit dem Philipp Montaton. Schön, bist du da, Philipp. Und mit dem Dani Gigax. Dani, du bist heute so ein bisschen St. Gallen, du bist so ein bisschen Zürich, denkt es mir. Unbewusst. Hey, unbewusst. Ja. Ihr könnt während der Sendung duschen. Je nachdem, fühlt euch frei. Derby. Dani, ist Derby etwas für Romantiker, für Fans, für Journalisten? Gibt es den Derby-Gruf noch, wie es ihn früher gegeben hat? Weißt du, wo der eine nicht zum anderen Club ist und so? Wie ist das für die Spieler? Jetzt hast du zwei verschiedene Sachen angespielt. Also, ja, ich finde, für die Romantiker sind die Derbys schon immer noch da. Ja. Aber das andere, dass ein Spieler aus dem Grund nicht mehr zum Rival geht oder nicht, ich glaube, das ist abhanden gekommen. Auf die Spieler, wie ist es, Derby? Weil, kribbelt das noch, schon während der Woche? Also gut, da habe ich auch, glaube ich, als ehemaliger FCZler ein bisschen mehr von Derby-Stimmung reden. Aber ich kenne es aus den kleinen Derby, St. Gallen, Weil. Oder im Tessin. Nicht unten. Immer gut rausgekommen, glaube ich, oder für dich? Ich bin 11. für Weil bin ich dabei gewesen, bei Weil. Nein, es ist. Damals kann ich wirklich sagen, es hat etwas Spezielles gehabt. Man hat gemerkt im Umfeld, man redet mehr darüber, es ist mehr Präsenz da. In der Garderobe wird es mehr thematisiert. Es ist nicht ein, sagen wir mal, 0815 Meisterschaftsspiel, sondern es hat doch eine gewisse Brisanz drin. Es hat ein mehr Zuschauer im Stadion drin. Von dem her, als Spieler hat er schon eine gewisse Bedeutung und einen gewissen Stellenwert. Aber, der Fußball ist sehr schnelllebig geworden und die Spiele wechseln sehr schnell. Und von dem her hat das in dem Sinne schon ein bisschen Bedeutung mal vor den Spielen verloren. Aber in der Garderobe schon der Charakter, egal wie es gerade aussieht in der Tabelle, hey, aber gegen die nicht. He? Auf jeden gegen Fall. Die verlieren wir nicht. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, habe ich jetzt beim FCZ, das war jetzt halt einfach so gewesen, dass du halt von klein auf halt das Ganze mitbekommen hast. Ich kann mich noch daran erinnern, in Deutschland, wo ich in Nürnberg war. Also dort wird dann die ganze Woche, wenn du gegen Greuth dafür gespielt hast, das wird schon aufpeitscht. Und Fans, hast plötzlich mehr Fans im Training. Und die kommen dann auch zu dir und sagen, hey, das ist ein spezielles Spiel und so. Und du spürst das dort, wenn du nicht neu dran bist, die ganze Zeit schon auch. Und ja, ich finde, es ist nach wie vor ein spezielles Spiel. Also auf Derbys wollen wir eingehen. Wir zeigen euch schnell, wie der Ball rollt in der nächsten Runde. Wir reden also über zwei Derbys, über das Berner Derby, über IB gegen Thun. Wir reden selbstverständlich eben über das Zürcher Derby. Und wir müssen über ein Match natürlich noch reden, wo Kapital kann sein kann. Für Xamax, aber auch für den FC St. Gallen, für die Ex-Club Philipp, wo da vielleicht Zünder könnte drin sein. Zuerst aber das Zürcher Derby, das wir möchten thematisieren. Die beiden Teams sind die schlechtesten von der Rückrunde von der Raiffeisen Super League. Was ist es jetzt, Dani? Ist es ein Krisengipfel? Ist es Not gegen Elend? Was ist es? Nein, Not gegen Elend nicht. Also ich denke, Krise, ja, haben beide eigentlich schon. Ich meine, GC hat jetzt die letzten beiden Matches wieder ein bisschen positiver gestalten können. Klar, die drei Punkte gefallen immer noch in den Tabellen, aber sie haben wenigstens eine positive Entwicklung gehabt. Und beim FCZ ist es halt einfach so, dass ja, die merken jetzt langsam ein bisschen die harte Saison mit dieser Dreifachbelastung. Jetzt sind sie im Halbfinale, das ist auch noch ein grosses Spiel vorne dran. Und, ja, die Statistik spricht aber nach wie vor für sie. Also, sie haben jetzt die drei Matches gewinnen können. Und dann, wenn du drei Matches gewonnen hast in einer Saison, dann willst du natürlich das vierte nicht auch verlieren. Und darum denke ich auch, dass sie hochmotiviert werden, in das Spiel hineingehen. Bei GC hat man das Gefühl, dass Tipice gleich etwas bewirkt. Er hat 6 Spieler ausquartiert. Man hat wieder einen Punkt geholt, zum zweiten Mal nacheinander. Und man hat das Gefühl, nach dem Match ist eine gewisse positive Stimmung rum. Zu Recht, Philipp? Ja, zu Recht. Sie spielen jetzt natürlich jetzt schon so, dass sie gewisse Ruhe reinbringen, dass sie gewisse Zusammengehörigkeit, auch wenn nach außen ausstrahlen, das merkt man. Aber sie wissen schon, was geschlagen hat. Also, wenn sie das Spiel jetzt verlieren am Wochenende gegen Zürich nochmal, ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwer, dass sie den Schritt nochmal machen können. Nur die Leistungskurve, darf man sagen, zeigt eher ein bisschen gegen oben. Wenn man den FCZ anschaut, ist es eher so ein schwankend in einem tiefen Niveau gegen oben. Und so eine gewisse Ratlosigkeit, wo man bei GC aber doch wieder ein gewisses Flämmchen,
gespürt, dass dort wieder ein Hoffnung rum ist. Es ist vielleicht nicht ein Strohhalm, wo man sich dran begeht. Vielleicht ist es ein Grashalm, aber es ist eine gewisse positive Grundstimmung. Also, man hat wieder einen Punkt geholt. Man hat seit dem Oktober endlich wieder mal zu Null gespielt unter dieser Woche. Und was man aber gemerkt hat, ist, irgendwo ist man gegen Ende des Spiels stehend K.O. gewesen. Und so sah das dann aus. Kein Wunder, sprach Stipic nach dem Spiel von einem zusammengehürfelten Haufen, der sich nicht gesucht, aber gefunden hat. Insgesamt ist Stipic mit dem Gezeigten zufrieden, unter den gegebenen Umständen. Es geht einfach auch darum, dass wir halt jetzt eine neue Hierarchie auch innerhalb der Mannschaft haben, neue Struktur auf dem Platz. Spieler, die vielleicht länger verletzt waren, spielen auf einmal. Spieler, die weniger gespielt haben davor, spielen jetzt auf einmal mehr. Also es fehlen bekanntlich so die Automatismen, die aus dem, also die instinktiv dann auf dem Platz dann fußballspezifisch zu sehen sind. Und so erschwert es ein bisschen so den ja, die Geschwindigkeit und auch die Überzeugung in den Zweikämpfen. Zwischen St. Gallen und dem FCZ liegen nur 2 Tage. Eine besondere Herausforderung für das Team von Stipic. Es geht auch nicht nur um die körperliche Regeneration, es geht auch um die mentale Regeneration. Dass die Jungs dann auch sagen, okay, vom Geist her, von der Überzeugung her, habe ich echt große Lust, am Samstag um 7 Uhr abends aufzulaufen. Also diesen Spaßfaktor nicht zu vergessen, so ein bisschen so diesen Freigeist wieder auf dem Platz zu haben. Und da haben wir gearbeitet, dass die Jungs sagen, okay, ich fühl mich ready, aber ich fühle mich auch frei. Und ich spüre so das Vertrauen, ich bin bereit für Sturm. Ich finde, das Typ ist höchst unterhaltsam. Er hat zum Beispiel auch nach dem Match eben gesagt, wir sind einen Haufen, der sich nicht gesucht hat, aber gefunden. Das ist doch fast schon philosophisch, finde ich wunderbar. Reden wir über einen Mann, den wir ihn gerade gesehen haben. Jori Grawe. Riesenkicker, super gespielt bei GC, super gespielt bei IB, geht in die Bundesliga zu Freiburg, kommt jetzt zurück, macht einen guten Match, auch im Derby gegen FCZ. Der auffälligste Mann, bei jeder gefährlichen Aktion beteiligt, jetzt abtaucht. Weiss der, dass er um seine vielleicht Bundesliga-Karriere spielt? Also ich hoffe es für ihn. Ich meine, wo er zurückkommt, ist in die Super League. Das ist meistens kein einfacher Schritt. Die Erwartungen sind sehr, sehr hoch gewesen. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, er hat kein schlechtes erstes Match gespielt. Er war sehr, sehr auffällig gewesen. Aber ich glaube, aber wie kannst du so abtauchen? Aber er ist ein Stimmungsspieler. Gerade, sind wir doch ehrlich, ist ein Stimmungsspieler. Mhm. Wo er begeht in der guten Phase, wo er wirklich top war, ist er in einer Mannschaft drin, wo wirklich gut gelaufen ist. Ein Top-Spieler war, ist gelaufen. Mhm. Es ist ein Stimmungsspiel, jetzt kommst du in eine Mannschaft rein, die absolut nicht funktioniert. Chaos. Kommst zwar zurück, machst ein gutes erstes Spiel, weil ich dir, sag ich mal, die Stimmung noch mitnimmst vom vorherigen Club. Und jetzt kommst du an und gehst in das Fahrwasser rein, aber er ist nicht einer, der die Mannschaft mitreissen kann. Der FC Zürich. Im freien Fall wäre ein bisschen böse, aber wir waren äußerst harmlos gegen Sion. Und auch wenn wir den Match gesehen gegen Basel. Dani hat mir einfach gemerkt, wenn der Cololli nicht dabei ist, wenn der Ode nicht dabei ist, dann wird es einfach schwierig. Klar, solche Goal sehen wir natürlich gerne, aber das ist aufgefallen, dass der FC Zürich wirklich harmlos war. Ja, also ich meine, jetzt an diesen beiden Spielern das aufzuhängen, das ist, ist mir jetzt fast ein bisschen zu einfach. Klar, der Cololli hat in seiner Phase, wo er beim FCZ jetzt, auch bevor er seine Verletzung gespielt hat, hat fast bei jeder Offensivaktion hat er seinen Fuß drin gehabt. Ist extrem wichtig für die Mannschaft. Von 8 Siegen hat er bei 6 ein Goal, ein Assist oder beides gegeben. Mhm. Nein, kein Problem. Aber es ist jetzt halt einfach so, ja, denn sie sollten eigentlich die Qualität in der Mannschaft haben, dass andere reinkommen und dann einfach zeigen, ja, sie sind jetzt auch parat und sie wollen jetzt auch etwas zeigen. Ich finde, breite Hands, das Ertig hat auch sehr, sehr viel Erfahrung, die er jetzt ins Mittelfeld gebracht hat. Aber man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen. Also, jetzt Basel war auch im Aufwind und die haben einen sehr, sehr guten Match gemacht. Also jetzt gerade auf der einen Seite irgendwie alles schlecht zu reden, dass, ja, das finde ich einfach. Du hast doch die falsche Farbe an heute. Du müsstest blau sein, so in der Red. Aber natürlich, es braucht immer einen Gegner, der dementsprechend nicht zulässt, was du vorhast. Erstaunlich ist, der Kevin Rüegg hat nach dem Match gesagt, all das, was wir unter dieser Woche haben besprochen, all das, was wir besser machen wollten, all das ist uns nicht gelungen. Und da habe ich ihn gefragt, als Nicht-Profi-Fußballer, erklär mir mal, wenn man eine Woche lang über etwas redet, das und das muss man machen, wie kann es denn sein, dass wir es nicht umsetzen?
Sehr schwierig, jetzt nach dem Spiel auch die Worte zu finden. Was gelegen hat, dass wir diese Sachen nicht umsetzen können, die uns gesagt werden. Ich denke, es ist sicher vieles, was im Kopf abläuft. Und das müssen wir wieder auf den Platz bringen. Das hat er sicher auch erlebt. Also über etwas, was ein Trainer gesagt hat, das darf nicht, oder die Mannschaft, also es eben auch gleich passiert. Das ist normal, dass das passiert, weil schlussendlich ist es nicht nur ein Faktor, dass du selber bist, sondern du hast noch 10 Mitspieler, du hast noch einen Gegner, der mitspielt. Es sind so viele Faktoren, die mit zusammenspielen, dass das funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und wenn du in so einer Phase drin bist, wo du als Mannschaft auf der Suche bist nach einer Form, nach einer, ganz ehrlich, auch einem System. Wenn man den FC anschaut, sie sind jedes Spiel haben sie ein System immer irgendwo gewechselt, verletzungsbedingt, mit Sperren bedingt. Und das ist natürlich schwierig, dass du nachher, ja, wenn du dir Sachen vornimmst, dass das nachher mal nicht funktioniert, wie es im letzten Spiel gegen Basel. Das ist ganz normal. Und also ein junger Spieler, 19, 20 ist der Rüeg, der nachher muss vor die Kamera stehen und das irgendwie erklären können, ist auch nicht ganz einfach. Also, da braucht es noch viel Erfahrung, dass man in so Momenten auch auf dem Platz richtig funktioniert. Die Verletzten zwingen natürlich den Mann zu diesen Wechseln. Marquesano kommt vielleicht wieder zurück. Cololli, wo man eben merkt, dass der dabei ist, dort passiert offensiv etwas. Kommt wieder. Aber man hat natürlich eine lange Liste von Langzeitverletzten. Und gleichwohl muss es gang kommen. Also Cololli und Marquesano, wenn die könnten zurückkommen, wenn sie die herbringen für das Derby, ich glaube, das würde man spüren. Ja, ich denke, das wird man schon spüren. Ja. Die bringen natürlich auch wieder Qualität auf den Platz, das ist ganz klar. Und auch mit der vergangenen Leistung, die sie gebracht haben, sind sie extrem wichtig für den Club. Und es wäre höchste Zeit, dass die wieder reinkommen. Dass auch wieder ein bisschen die Automatismen, wie Philipp vorher gesagt hat, dass die wieder ein bisschen da sind. Eben, wenn man viel dort wechselt, dann kann man schon sagen, ja, die auf den Platz gehen, die müssen 100% Leistung bringen und so. Und meistens sehen das auch die Fans dann ein bisschen hart. Aber eben, vielleicht verstehst du mit einem Mitspieler besser als mit einem anderen, vielleicht läuft es mit dem etwas besser als mit dem anderen. Und das ist halt schon der Faktor. Wenn du viel wechseln musst, dann ist das halt schon unheimlich schwer für eine Mannschaft. Hiobs Botschaft auch bei GC, der Basic, der jetzt zweimal gespielt hat, nach seinem Kreuzbandriss mit einem Muskelfaserriss, sechs Wochen alt. Also jeder hat seine Breste, jeder hat seine Verletzten. Ist das so ein Match, wer das erste Goal schießt, gewinnt? Hilft sicher dieser Mannschaft. Beide sind sehr verunsichert und wo du eben den Basic ansprichst, genau. Ich glaube, der Basic war so ein Hoffnungsschimmer, wo sich GC daran geklammert hat, weil er ist doch mit seiner Persönlichkeit, auch mit der Art vom Spiel her, ist ein zentraler Anhaltspunkt für die ganze Mannschaft. Wo alles ein bisschen stabilisiert hat. Und da haben wir auch gesehen, die letzten zwei Spiele, schon der Kopf dieser Mannschaft gewesen. Und dass er jetzt wieder fehlt, ist für GC eine grosse Hypothek für die nächste Zeit. Das nächste Derby, das wir besprechen wollen, das Berner Derby, der BSC IB vor einem wahrscheinlich ausverkauften Stadion, empfängt man hier den FC Thun. Dani, wo der Freddy Bickel 2014 den Air France, der Guillaume Waro, hat geholt. Hat er was für einen Spieler, was für einen Mensch geholt? Ich habe das Gefühl, Fußball ist ein verrückte Hühner zum Beispiel, zum Teil. Aber der Waro, das muss ja etwas außergewöhnlich sein, auch neben dem Platz. Das ist so, ja. Ich meine, wo man den geholt hat, hat man gewusst, dass ein spezieller Spieler ist, auch neben dem Feld, wie du angesprochen hast, aber mit riesen Qualität. Das war ein riesen Talent in Frankreich. Der hat bei richtig guten Mannschaften gespielt. Und ich finde jetzt, mit richtig guten Mitspielern? Ja, mit richtig guten Mitspielern auch. Und ich meine, man hat sehr, sehr grosse Hoffnungen in ihn gehabt, als er auf die Bahn kam. Und ja, jetzt, wenn man so die letzten Monate, Jahre anschaut, finde ich, sieht man halt einfach, dass er sich extrem wohlfühlt zu Bern. Er ist eine lange Leine, solange er liefert. Da kann der Wurschelspeicher immer fragen, ich möchte ein Konzert geben, darf ich ein Konzert auch geben? Und, aber er liefert. Und Wiener ist nach einer Verletzung einmal mehr zurückgekommen gegen FC St. Gallen, dass du den Hattrick schreibst. Nicht einen Looper rein, da sind wir jetzt mal ein bisschen nachsichtig. Aber so zurückkommen, diese Qualität hast du. Unglaublich. Ja, das ist eindrücklich. Also, wie es Dani auch schon angesprochen hat, das ist eine Grundqualität, die der Waro mitbringt als Fußballer. Das ist gewaltig. Eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das ist seine gepaart mit der Erfahrung, die er hat, Qualität. Aber die Lockerheit, ich glaube, seine Lebenseinstellung, seine Lebensphilosophie. Eben, er ist Musiker, er lebt das Leben, er zelebriert das Leben. Und so funktioniert er irgendwo auch auf dem Platz. Kann seine Mitspieler irgendwo auch mitreißen in den Sog hinein. Und wie gesagt, seit er auch in Bern ist, funktioniert das ganze Gebilde IB
auch so gut, wie es jetzt ist. Du sagst mir immer, solange man verletzt war, braucht man es wieder zurückkommt. Das geht bei Maro nicht. Und wenn wir ihn vergleichen mit den IB-Top-Shots, die jetzt Bern gespielt hat, dann schwingt er oben aus. Wir schauen uns mal die Legenden an. Der Maro mit 114 Spielen, 84 Goal hat er gemacht. Ja, es ist wirklich eine Legendentafel. Zuffi, Heberli, Schapisa, Schorsch, Bregi, Dumbia, wo Anzahl Spiel, Anzahl Goal natürlich am besten ist, wie viele Minuten er braucht, für die Goal zu machen. Aber ich meine, da bist du in den Geschichtsbüchern von IB. Stark. Ja, sehr stark. Und eben halt der Aspekt, den du jetzt vorher gerade angesprochen hast, er kommt zurück und schiesst wieder irgendwie drei Rahmen. Also du hast gesagt, eben, er hat mit guten Mitspielern zusammengespielt, aber ich meine, wenn man jetzt sieht, wie die Bälle aufgelegt werden, also er ist bei IB schon auch in eine gute Mannschaft gekommen. Und das hat einfach, wie es der Philipp gesagt hat, er ist in einen Club gekommen, wo irgendwie so zu ihm gepasst hat. Wo er trotzdem das Leben neben dem Fußball auch noch führen kann, so wie er das gerne möchte. Aber er zahlt es mit solchen Leistungen, mit solchen Statistiken zahlt es zurück. Und ich glaube, spätestens nach dem Meistertitel hat er dort sowieso Legendenstatus. Er sorgt also, kann man glaube so zusammenfassen, er sorgt bei IB für die Musik. Kann man glaube so sagen. Beim FC Thun, da will man das Wort Krise, nachdem wir jetzt sechsmal nicht gewonnen, zum zweiten Mal noch lange verloren, will man nicht unbedingt ins Maul nehmen. Aber man kann glaube sagen, beim FC Thun, da kann man es genau einschätzen, wie es ist. Zum Beispiel der Marc Schneider. Es ist nicht so, dass der FC Thun jetzt im Moment ein Tabellenschlusslicht ist und es ist eine riesen Panik. Wir wissen, dass wir besser sind, dass wir im Moment sicherlich resultatmässig nicht dort sind, wo wir sein wollen. Und heute spielerisch und vor allem mentalitätsmässig in der ersten Halbzeit auch nicht. Sie fliegen nicht hoch, wenn sie dritt sind, aber sie fallen auch nicht ins Bodenlose, wenn es mal nicht so läuft. Also, es imponiert mir, wie sie es genau richtig einschätzen. Ja, das ist der FC Thun seit Jahren, wo sie sehr geerdet unterwegs sind. Und das schlussendlich macht der Erfolg aus, wo sie haben. Also sie tun alles ein bisschen relativieren. Sie, wie du gesagt hast, sie fliegen nicht, weiss ich, wie in der Geschichte umeinander. Sie sind sehr realistisch. Aber ich glaube, das, was jetzt momentan abgeht, auch wenn man das Spiel angeschaut hat, jetzt unter der Woche, die erste Halbzeit, sind wir ehrlich, das ist nicht nach ihren Ansprüchen, die sie haben. Sie waren zu passiv. Der Schneider sagt auch, wir sind extrem am Arbeiten, dass wir mal das Spiel machen müssen. Weil plötzlich Mannschaften gegen Thun spielen, die eben der hinterein ist, der tiefste. Aber in Sachen Chancen, der Spielmann hat angefangen auf seiner guten linken Seite, der Silva rechts, dann hat man zurückgewechselt. Und der Spielmann allein ist wieder zu zwei, drei riesen Chancen gekommen. Sorge, Jenny. Ich kann glaube sagen, Dani, also gegen IB, ich habe nicht Angst, dass sich Thun die Chancen nicht erarbeitet. Nein, das glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn man die letzten Matches angeschaut hat in den Derbys, ist habe ich eigentlich keinen erlebt, wo Thun jetzt total abgefallen ist und total unterlegen war. Sie haben immer mitgespielt. Es waren immer sehr, sehr spannende Matches. Und, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, obwohl sie jetzt vielleicht jetzt ein negatives Resultat hatten, jetzt unter der Woche, dass am Samstag dann im Derby halt wirklich wieder Vollgas geben und dort können mitreden. Und IB ist eben IB. Selbst wenn sie im Rückstand sind, drehen sie dann aber die Matchen noch. Das ist also sicher eine spannende Ausgangslage. Vor eben wahrscheinlich einem ausverkauften Stade Suisse. So, kapitaler Match, der richtig zu unten drin ist. Xamax gegen FC St. Gallen. Wenn man die Formkurve anschaut in der Rückrunde, dann hat Xamax 13 Punkte und St. Gallen 9 Punkte. Also, das kann man sagen, die Mannschaft, die euch in der Tabelle unten ist, ist leichter Favorit. Nein, du wirst du nie bestätigen. Nein, doch, ich will es bestätigen, wenn es so wäre. Du sagst 50-50. Ich sage 50-50. Weil, wir haben schon gesehen, qualitativ ist St. Gallen höher einzuschätzen, wie man ganz klar sagen. Aber wenn man den Lauf anschaut, die ganze Entwicklung von diesen zwei Mannschaften, tut sich St. Gallen schwer momentan. Mhm. Sie tun sich auch schwer, zum ein Spiel gegen eine spielschwachere Mannschaft auch können zu prägen und nachher für seine Gunsten können entscheiden. Also, sprich, das Element, das vorne reinfällt, wie Cedric Itten, der in der Vorrunde etwa mal den Unterschied ausgemacht hat für St. Gallen, fehlt dort drin. Das ist genauso ein Spiel wie jetzt gegen GC, wo sie auf ihre Seite kippen können. Und Xamax-Hankerum spielt es mit dem Arsch schon meiner Meinung nach obersolid. So wie er als Spieler war, stellt er die Mannschaft auf, defensiv solid. Sie haben mit einem Nutzsolo ein Element von vorne rein, wo immer für ein Goal gut ist. Der Charlie Duden, der wieder zurückgekommen ist, der auch viel Erfahrung mitbringt, auch im Offensivbereich. Le Pogam ist auch noch dort. Und darum, die Partie ist absolut auf der Kippe. Es ist natürlich die Sonde drin, weil man hat jetzt 6 Punkte Vorsprung auf Xamax, auf einen Barrageplatz. Also wenn Xamax gewinnt, dann sind es noch 3. Also
St. Gallen muss schon extrem aufpassen. Ja, es geht schnell. Und ich meine, eben, wenn man die Tabellen anschaut, von Rang 8 bis 4, sind es, glaube ich, irgendwie... Es kann dann jeder treffen, plötzlich, je nachdem, eine, zwei Spiele. Punkte Differenz, also, das ist wahnsinnig. Und eben, der Barrageplatz ist auch nicht mehr so weit weg. Und was mir auch imponiert ist, ja, man hat in den Medien viele Storys gehört, eben neue Trainer im Rücken und dort wird nicht richtig kommuniziert und die Mannschaft hat viele Spieler, die vertragslos sind und dort jeder das nur für sich spielen. Also die letzten paar Matches von Xamax hat mir also richtig Eindruck gemacht. Ja. Ist so, he? Mit dem Trainer? Und, ja, und das fix ist, dass GC absteigt und Xamax in der Barrage ist. Also das ist für mich noch gar nicht diskutiert. Also da ist noch alles offen. Und eben, ich kann mir gut vorstellen, auch Xamax daheim auf dem Kunststrasse, dass das eine harte Nuss wird für die Ostschweizer. Und eben die Ostschweizer, die nicht ganz so gut laufen haben, eben die Rückrunde, wo sie in der Rückrundentabelle hinter den Neuenburger würden stehen. Aber irgendwann gegen aussen bleibt man in der Ostschweiz völlig cool. Man ist immer schlecht beraten, wenn man sich zu sehr da mit der Tabelle beschäftigt. Wir kennen sie natürlich auch. Wir wissen auch, dass wir zwei Punkte hinter Platz 4 sind. Aber um das geht es nicht. Es geht nur Inhalte unseres Spiels. Wir müssen aber nicht allzu viel auf die Tabelle schauen. Das ist so nah zusammen. Von dem her ist es ein enorm wichtiges Spiel. Das wissen wir auch. Und im Endeffekt geht es um drei Punkte. Und wir werden alles dafür tun, dass wir die mit können auf St. Gallen nehmen. Das hat auch die zwei, glaube ich, gesagt. Wir schauen nicht auf die Tabelle, wir nehmen Spiel für Spiel. Schaust du effektiv nicht auf die Tabelle mit dieser Konstellation? Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, jeder kennt die Tabelle in- und auswendig. Man muss sie nicht mal lesen, weißt du. Das ist normal, aber das ist natürlich auch eine gewisse Ruhe können zu bewahren nach außen. Es bringt ja nichts, wenn du da Panik verbreitet und sagst, ja, jetzt müssen wir aufpassen, es sind nur 6 Punkte, wenn wir verlieren, sind es so 3 Punkte. Nein, das bringt nichts, da musst du cool down. Aber jeder kennt die Tabelle. Also, ja, und er ist sowieso der Kilo. Also er ist Routine, er muss voranstehen, muss ich das Ganze runterfahren. Ich sage, Jungs, das machen wir schon, auch wenn die Tabelle. Aber die, wie viele schon gesagt, die kennt jeden auswendig. Und der zeitlich rhetorisch sowieso ein Fuchs. Oder? Der weiß sowieso, wie er muss. Das ist die älteste Mannschaft, Xamax, gegen die drittjüngste von der Super League. Bei Xamax auch noch eine Waffe, die zurückkommt, Seredie. Ja. Also neben dem Lepogam, neben dem Dudem, der wieder zurück ist, neben der Lebensversicherung Nuzzolo. Ja, ist vor allem für mich eher ein defensives Element, wo die ganze Mannschaft auch wirklich zusammenhält. Er ist jetzt nicht ein Goalgetter oder was auch immer, sondern er steht dort für Aggressivität. Er hat, bringt eine Mentalität auch in die Mannschaft hinein und sicher bereichernd für Xamax. Also er wird als fraglich aufgeführt, aber darfst du natürlich als Club auch nicht in die Karten schauen. Also für Xamax wäre es sicher eine Verstärkung, wenn er kommt. Was sind die Waffen von, oder was muss St. Gallen gut machen? Wir haben jetzt gehört, Anfangswechsel, oder wo der Rappers kam, hat er getopft, hat er Item vergessen machen? Ist das das Hauptproblem? Also man kann jetzt sagen, wenn man jetzt den letzten Match gegen GC anschaut, ja, sie haben nicht so viele Chancen kreiert, sie sind nicht so torgefährlich gewesen, aber ich meine eben, sie haben so null gespielt, das war sicher mal positiv gewesen. Und ich meine, wenn sie dort runtergehen, dann ja, wäre es schon mal gut, wenn sie wieder 1-0 in Führung gehen dort. Dann haben sie immer ein bisschen Mühe daheim. Dann dürfen sie vom Kunststrasse nicht spielen lassen. Also ja, es wird vor allem die Anfangsphase für mich wird entscheidend sein, wie St. Gallen wird auftreten. Alle Spiele selbstverständlich von der 28. Runde bei uns beim Teleclub. Wir sagen auch noch, dass zwei Spiele selbstverständlich noch fehlen, die wir noch nicht darüber geredet haben, nämlich Basel gegen Lugano und Sion gegen Luzern. Da könnt ihr übrigens entnehmen, auf welchem Kanal ihr jeweils die Matchen könnt schauen. Selbstverständlich alle Spiele auch im Einzelabruf. Basel gegen Lugano, eine unglaubliche Serie von Basel. Egal, wer sie reinbringt, der bringt die Leistung. Lugano aber auch seit 5 Spielen umgeschlagen. Leichter Favorit Basel. Basel, nicht nur leichter Favorit, sondern sind die Heimen und sie haben wirklich einen guten Lauf. Sie sind jetzt auch wieder. Aber tun sich schwer gegen Lugano. Immer ja, wieder. Das ist ja so. Lugano darfst du nicht unterschätzen. Sie haben mit dem Celestini einen Mann der Linie, der auch weiss, wie er seine Mannschaft einstellen muss. Also, es wird sicher kein Selbstläufer, aber Basel wird sicher souverän auftreten. Ein spannender Match. Sion kommt mit Rückgewinn. Sie haben dreimal nacheinander gewonnen. Sie plötzlich, wenn man die Punkte zunimmt von der Vorfe-Sieg gegen GC, sind sie plötzlich auf dem vierten Platz. Dann ist der Hebeli mit Luzern, der zuerst mal verloren hat, wo sich auch ein bisschen passiv zeigt gegen Basel. Wo ich mehr Erholung hat vielleicht. Ist ein bisschen mehr Erholung hat? Vielleicht ein Vorteil, aber nein. Ich bin allgemein, jetzt nicht nur wegen Muri, aber ich bin allgemein immer der Meinung, dass Sion Qualität hat in der Mannschaft. Dass fast ein bisschen zu viele Spieler haben mit Qualitäten, um die alle irgendwie auf den Platz zu bringen. Aber ja, sie haben jetzt nicht wahnsinnig gut gespielt gegen Thun, aber sie haben gewonnen und sie sind im Gut, die erste Halbzeit ist nicht so schlecht. Ja, du merkst halt einfach ein bisschen die Arbeit von Muri. Oder? Sie sind
taktisch sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Bewegungen stimmen jetzt plötzlich. Und darum kann ich mir vorstellen, dass die dort schon noch wieder aufklettern. Du hast dreimal die Startformation nicht mehr gewechselt. Luzern, können sie reagieren? Ja, die wären auch mentalitätsmässig reagieren können. Sie sind unzufrieden, sie sind angefressen. Gewesen. Jetzt haben sie eigentlich wirklich ein Zeit gehabt, um sich zu regenerieren. Und die werden bereit sein. Also, Kleidere sind nicht getauscht. Die beiden. Der hier ist ein bisschen auf St. Gallen, der hier ist ein bisschen Blauweiss. Also, die Runde der Derbys, bin extrem gespannt, was passiert. Eben auch um den Barrageplatz herum. Ich glaube, wir haben nach jeder Runde eigentlich im Mittelfeld eine neue Tabelle. Philipp, merci vielmals für den Besuch, für deine Einschätzungen. Dani, an dir ganz herzlichen Dank. Ja. Selbstverständlich alle Raiffeisen Superleague-Spiel bei uns beim Teleclub. Heute Abend geht es aber noch weiter mit dem Challenge League Studio. Bei meinem Kollegen, bei Memion Heimer, wird mich begrüßen. Ab der 4. vor 8. Winterthur gegen Kriens. Die Partie werden sie behandeln, anschauen und analysieren. Merci für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ade zusammen. Ciao. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.